Ja, Reflektoren verdauen. sind, also das wissen wir auch nicht so ganz genau, aber ich vermute, dass Reflektoren ein sehr seltener Spielertyp sind und vermutlich sind Reflektoren auch der seltenste Spielertyp, aber das wäre noch zu untersuchen. Also jedenfalls so von meinen Seminaren und meinem Bekanntenkreis und so weiter sind Reflektoren am seltensten. Allerdings stellten sie fünf Weltmeister: Capablanca, Smyslov, Petrosjan, Karpov und Carlsen. Also fünf der 16 Weltmeister, das ist erstmal nicht so selten. Aber sonst zurzeit unter den Top 10 ist der Magnus Carlsen der einzige Reflektor. Unter den Top Deutschen ist Vincent Keimer Vincent Keimer der einzige Reflektor. Und ja, die sind sehr selten. Sonst Okay, und was noch. heißt Reflektor? Hast du es gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört, wahrscheinlich. Nee, Reflektor. habe ich, also gut, Alpha Zero könnte als Reflektor, ja, Reflektoren haben ein sehr tiefes Spielverständnis. Sie sind gut in Dominanz- und Restriktionsmethoden und darin die Koordination des Gegners zu zerstören. So ein typischer Reflektor ist zum Beispiel Karpov. Man eigentlich als Aktivspieler sieht man gar nicht, was passiert und auf einmal kann man nichts mehr ziehen. Sie sind gut in aktiver Prophylaxe und ja, sie oft sind auch so diese natürlichen Genies wie Capablanca und so, die so ganz spielen, als ob das gar nichts wäre, als ob sie, vielleicht kann man das vergleichen mit Musikern, die ein absolutes Gehör haben oder so. Und diese Reflektorstärken kann man auch nicht so leicht trainieren, glaube ich. Also so zu spielen wie Vital oder das könnte man halt noch eher trainieren oder auch bestimmte Eröffnungen, das kann man ganz gut trainieren. So bestimmte Theoretikerfertigkeiten kann man gut trainieren, bestimmte Aktivspieler und Pragmatiker-Sachen gut trainieren. Aber ich glaube, bestimmte Reflektorfähigkeiten als Anatoly Karpov oder Magnus Carlsen wird man geboren und wenn man da nicht geboren wurde, dann kann man die auch nicht wirklich erlernen, glaube ich. Also man kann noch so viele Karpov-Partien studieren, wie man will. Man kann hinterher trotzdem keine Karpov-Partie spielen, glaube ich. Ja, nicht wie er, aber man kann natürlich schon versuchen, seine Methoden anzuwenden, logischerweise. Ja, für mich wäre es auch wieder so, sobald ich jetzt sehen kann, aha, das ist ein Springer, den kann ich einschränken, dann kann ich als Theoretiker wieder, dann kann ich machen. Aber wenn Karpov so spielt, ist das oft gar nicht so einfach zu sehen irgendwie, ja? Man sieht es erst zu spät in gewissem Sinne, wenn man nichts mehr machen kann, ne? Wenn man sieht erst zu spät in gewissem Sinne, worauf die eigentlich hinaus wollten, ist immer so mein, ja. Klaus Bischoff ist ja auch Reflektor und Partien von Du Klaus musst sind. aufpassen, dass die meisten Leute hier die meisten Namen gar nicht kennen. Ne? Also Keimer natürlich, aber Vincent Keimer ist sonst Reflektor. Es gibt einfach nicht so viele. Ja, aber ein Problem ist ja auch, es gibt gar nicht so viele Reflekt. Also gut, wir haben halt die fünf Weltmeister Ja, zum Beispiel. Reflektor, also das bin ich definitiv nicht. Also das, Ich was auch du, nicht. Und da. die Argumente, die du gebracht hast, verstehe ich bei Carlsen und ich sehe auch die Verbindung zu Keimer. Ich sehe bei Keimer auch sehr viele Eigenschaften, die Carlsen hat halt. Ne? Oft Ja. sind sie auch gut in, genau, wo auch gerade das Turnier war und so, oft sind Reflektoren auch sehr gut in strategischen Endspielen, wo es aber noch so viele Themen gibt. Ne? Also Theoretiker und andere Spielertypen sind in strategischen Endspielen mit auch gut, wenn man weiß, es gibt hier diese eine Schwäche und da kann man jetzt schnell irgendwie rankommen oder man kann die steinische Restriktionsmethode spielen. Das kannte Stein ist ja gut, das würde ich mir auch noch zutrauen, habe ich auch noch ein paar Partien. Aber wenn sich das nicht mehr so klar in so Theoriebilder fassen lässt, dann kann Karpov und Keimer das immer noch. Aber ich hätte dann mehr Probleme. Ich würde dann eben doch letztlich wieder spielen wie ein Aktivspieler und immer meine Puppen aktivieren, aber vielleicht gar nicht, aber dabei die Koordination des Gegners möglicherweise nicht zerstören. Das wäre so wahrscheinlich so mein Problem. Also was ist Problem? Also, das wäre jetzt auch kein Problem, aber man könnte aber meine Partien so von Karpov-Partien unterscheiden. Definitiv. So, welches Beispiel haben wir jetzt für Reflektor? Du hast hier Karpov gegen Spassky. Ja, das ist auch super bekannt. Da können wir noch mal ganz kurz. Ja, Ja, genau, da super können wir noch. bekannt ist auch der. Genau. So, Stellung nach Springer D7. Ja, geh noch mal, du kannst ruhig noch ein Was? bisschen weiter. Ja, du kannst Was? hier, geh noch hier noch mal ruhig ein bisschen weiter. Was Läufer meinst du? noch weiter ruhig. Springer 7, Läufer G4, genau. Ja, genau. Hier kommt noch ein. Genau. Jetzt nicht zu schnell. Turm, Dame C4. Ja, noch weiter. So, genau. So, Moment. Genau, jetzt ist ein interessanter Moment, wo das auch ein Spielertypen-Trainer hier gibt, möglicherweise. Karpov spielt jetzt typisch wie ein Reflektor weiter, Weiß könnte aber auch sofort gewinnen. Das ist ja erstaunlicher. Genau, es gibt jetzt einen Pragmatiker-Gewinn und einen Reflektor-Spielweise, die im höheren Sinne auch gewinnt, glaube ich. Und die hat Karpov natürlich gespielt. Denn man könnte ja hier jetzt auch mit Läufer C5 gewinnen, ne? Ja, Läufer C5 würde forciert gewinnen. Ein typischer Eine Pragmatiker. Qualität halt, ne? Ja, gut, aber laut Computer würde es Also Moment, das Ding ist schon. aber, es greift den Turm an, muss Muss decken. decken. F7 hängt. Genau. Und Weiß kommt mit Springer D5 hinterher und gewinnt.
Okay, ist aber eine recht komplizierte Variante. Gut. Kein Carp auf Gewinn, ne? Klar. Aber ja. Plus 4 laut Engine. Also Hushi hätte es gemacht, Carp auf nicht. Okay, Dame E4 geht nicht wegen Springer E7 Schach. Ja, das ist aber eine Variante, wo man einfach... Keine Karpov hätte das niemals gemacht. Genau, Karpov hätte das niemals gemacht, während ja, Kasparov, Huschenbeet oder so hätten das halt gemacht, glaube ich, weil es halt Läufer C5 ist halt am Engine zumindest erstmal am besten und gewinnt relativ forciert, während das Turm F1 gewinnt. Dafür muss man natürlich wieder Karpovs Reflektorfähigkeiten haben, oder? Kannst du das direkt sehen? Naja, jedenfalls fand ich das hier noch ganz bemerkenswerten Moment. Ja, Turm F1 ist gewinnt ein erstaunlicher auch, Zug. Gewinnt auch, aber ist natürlich wieder Reflektor Herangehensweise an die Dinge. Ne? Was macht er mit Turm F1? Was will er damit bewirken? Macht Turm FD8 nochmal und dann kommt ein wunderschöner Moment. Was hat Anatoly jetzt gespielt? Jetzt nicht machen. Jetzt kommt noch ein wunderschöner, typischer Reflektorzug, der die Stellung aus den Socken hebt. Ja klar, aber den muss man halt haben, ne, wenn man Turm F1 macht. Ne? Wenn es den nicht gäbe, dann wäre es gar nicht so klar. Typisches Reflektor-Vorgehen. Gut, Schwarz droht, man kann das aber auch konkret, weil Schwarz droht was. Du, ich muss dir fragen, wir müssen das, glaube ich, sogar konkret machen, denn diese Reflektor-Sache, dieses Gefühl, das habe ich gar nicht. Ich muss es ja konkret machen. Ich kann ja gar nicht meine Reflektor-Intuition nutzen. Ich hab die ja in dem Sinne nicht. Aber klar, wir können uns konkret ranrobben. Also jetzt hier hängt, also was droht Schwarz? Turm D2, Läufer D2, Springer C2 wahrscheinlich. Genau. Und wir könnten dann im Abtausch ausweichen oder so mit Turm E2. Aber okay, ich verstehe schon, dass man eigentlich mehr haben will. Ne? Das Turm E2 ist ein bisschen klein. Ja, vor allen Dingen stellt es den Turm passiv nicht schön. Ja, klar, klar. Ist auch kein Aktivspieler. Siehste, hat schon einer gesagt, der Schachstratege. Sehr gut, super. Ist auch ein strategischer Zug. Also wäre halt ein strategischer Zug nicht. Und die Strategen sind ja die Theoretiker und die Reflektoren. Und die Taktiker sind Pragmatik und Aktivspieler. Springer B1. Wunderbar. Das hebt die Stellung aus den Angeln. Das hatte Spassky wahrscheinlich unterschätzt. Ja. Deckt den Turm. Und gruppiert den Springer um und der schwarze Springer verliert auch C3, so ein bisschen da sein. Ja, ja. Ne, muss dann, ja. Wo soll er hin? Ne? Ja, fantastisch. Okay. Ah, und hier kann man natürlich auch sagen, er wollte Turm F1 erstmal spielen, um nicht den Turm einzusperren vielleicht auch. Genau, ja, ja. Ja, also man kann sich auch die ganzen Reflektor- und Karpov-Züge natürlich schon alle erklären. Schaff es ja auch letztlich dann ein logisches Aber naja, das ist eben nicht das Gleiche, wie man spielt die Partie selbst. Ne? Man spielt die Karpov-Züge selbst. Mhm. Dame B7. So, jetzt hier. Ja, jetzt können wir weitermachen. Typischer Karpov-Zug auch. Übrigens, typischer Karpov-Zug. Man verbessert sich. Prophylaktischer Zug. Ja, aktive Prophylaxe ist eine große Stärke von Reflektoren, ganz klar. Der Zapper-Gag, danke dir für den Zap. Typischer Karpov-Zug. Läufer E5 ist nicht möglich. E5 steht im Bauer. König G7, jetzt C3, ja. Vertreibt den Springer. Ja, die gegnerischen Figuren, man sieht es auch schon, der Springer A6, der Läufer A4, die Dame B7, die stehen alle verkehrt. Das ist typisch in Partien, wenn man gegen Reflektoren spielt und nicht aufpasst. Dann steht auf einmal alles verkehrt. Der Karpov hat ein unglaubliches Gefühl dafür, beim Gegner alles falsch zu stellen. Wobei, Dame B2 droht nicht, Leute, hier, weil F7 ist angegriffen. Ja, was ist weiß ist dran? Es geht weiter mit Turm E2, okay. Ja, das ist auch der beste Zug. In Fragen des richtigen Abtauschs sind übrigens Reflektoren auch extrem stark. Das ist auch eine typische Reflektorkompetenz, weil Abtauschfragen so langfristige Fragen sind und Reflektoren in dieser langfristigen Intuition sehr stark sind. Ja, ist das auch. Turm E2 gefällt mir sehr. Ja, sehr gut, entlastet den Gegner nicht. Turm, das verstehe ich, weil jetzt geht Springer D2 wahrscheinlich nicht wegen dem. Wobei, dann kommt Springer F3. Dann kommt aber Springer F3. Okay, Springer D2 geht, ja, haben wir gemacht. Läufer D8 zurück, okay, boah, plus 5 steht die Stellung schon. Also Karpov wusste wahrscheinlich auch schon, dass er gewinnt, aber wir... Er hat natürlich auch hat gar nicht die bessere Bauernstruktur. Das ist ähnlich. Beim Gegner steht einfach alles falsch. Der Springer steht richtig schlecht. Das ist, glaube ich, der eigentliche Clou zu den Dingen. Und die Reflektoren können sowas halt besser erkennen als wir irgendwie, ne? Das ist... Okay, wir spielen das immer zu Ende hier. Jetzt erkenne ich es natürlich auch. Also jetzt erkenne ich es natürlich auch. Aber ich hätte es nicht hierher führen können. Das ist eben der Unterschied. Naja, hier. Ja, jetzt hätte ich auch gewonnen. Jetzt ist kein Spielertypentrainer mehr. Aber ich hätte es nicht so gut hierher führen können. Einfach. Das ist der Unterschied. Ui. Das gewinnt. Ja, gut, das ist ein Kombo. Ja, irgendwann rechnet auch der Reflektor alles. Ja, wobei die Partie war schon zu Ende nach. Die Partie war nach Turm D8 schon zu Ende, ne? Die Partie war, das hier ist jetzt meine Warte, die war nach 35. Turmstück D8 schon zu Ende. Ja, schöne Partie, muss man sagen.
typisches Reflektor herangeht. Ja, Reflektoren. Ihre Stärken hatten wir schon genannt. Und ein Vorteil von Carsten ist, glaube ich, auch, dass er der einzige Reflektor in den Top Ten ist. Und die anderen, die Pragmatiker, spielen ja dauernd gegeneinander und haben mehr Erfahrung da. Während er spielt auch dauernd gegen Pragmatiker. Aber die anderen spielen nur dann gegen Reflektor, wenn sie gegen ihn spielen. Das ist also ein typischer praktischer Vorteil, den er zurzeit hat. Wenn man selten ein Spielertyp ist, ist es praktisch gut. Mhm. Das ist also für Vincent Keimer und Magnus Carlsen ein Vorteil, glaube ich. Und ja, und man, ich glaube, Reflektorqualitäten sind besonders schwierig zu trainieren. Die sind so ein bisschen einiges davon wie ein absolutes Gehör in der Musik. Die hat man oder man hat sie nicht. Oder man wird als Karpov oder Karsen geboren oder nicht. Und man kann das nicht. Irgendwas gibt's, was man da nicht mehr durch Training erlangen kann. Gut, was sind Schwächen von Reflektoren? Gut, bei Carlsen sieht man das nicht so, weil Carlsen so universell ist. Aber normalerweise wäre eine typische, also zwei typische Schwächen von Reflektoren. Sie würden normalerweise nicht so sehr an ihrem Eröffnungsrepertoire arbeiten wollen und wären bereit, mit normalen Stellungen zu haben. Karpov war deswegen so gut, weil ja die halbe Sowjetunion für ihn, weil große Teile der sowjetischen Großmeister für ihn gearbeitet haben. Mhm. Aber ich glaube, Karpov selber hat gar nicht so viel an den Sachen dann gearbeitet, sondern hat die so Sekundanten kamen dann, haben ihm alles gezeigt und hat er gesagt, die Hälfte ist Unsinn. Dann war das, und dann mit der anderen Hälfte ging es dann vielleicht irgendwie weiter. So. Aber dass er mitunter auch schnell sagen kann, das ganze Team hat die Nacht lang gearbeitet und hat gesagt, dieser Zug ist Unsinn. Das zeigt auch, dass er außergewöhnliche Reflektorqualitäten hat, die dir an, und oft hat er auch noch recht. Das zeigt, dass er außergewöhnliche Reflektorqualitäten hatten, die seine Sekundanten eben nicht hatten. Mhm. Nur so ist das ja überhaupt denkbar, dass ganze Teams arbeiten, dann zu ihm kommen und sagen, diese, oder das will ich nicht mehr sehen, das ist Unsinn und so. Und mit gewissen Teilmengen hat er dann weitergearbeitet. Also, also Reflektoren könnten die Schwäche haben, aber bei Magnus Carlsen ist das so, dass Peter Heine Nielsen und viele andere. Also wenn Reflektoren es schaffen, ein gutes Team zu haben, ist das mit der Eröffnung natürlich auch kein Problem mehr. Mhm. Sonst könnte es für Reflektoren auch sein, dass sie nicht so interessiert sind, weil ihnen ja, Reflektoren reicht ja eine Spielstellung. Die Reflektoren müssen nicht unbedingt besser stehen. Es reicht, wenn einfach nach ihren Regeln gespielt werden kann. Theoretiker dagegen wollen natürlich oft auch ganz gerne ein bisschen besser stehen und bestimmte Computerbewertungen noch haben oder so und bestimmte Computerbewertungen nicht. Bei Reflektoren ist es, glaube ich, nicht so wichtig wie bei Theoretikern. Und ja, also das wäre eine mögliche Schwäche, die aber bei Kars und Karpov nicht so zum Tragen kam, weil die sich sehr gut organisiert hatten und sehr gute Sekundantenteams hatten. Sonst könnte das aber ein Problem sein. Und eine zweite Schwäche könnte sein, dass sie nicht mitunter nicht so gut rechnen können. Und ja, Karpov war ja super gut, aber tatsächlich, er, in seinen Partien und anderen Sachen, oft hätte er schneller gewinnen können. Aber man kann natürlich argumentieren, das spielt ja gar keine, wie hat man hier auch gesehen, Läufer C5 hätte den vielleicht schneller gewonnen, aber das spielt ja gar keine Rolle. Turm F1 hat auch gewonnen. Also, aber es kann also sein, dass Reflektoren nicht ganz so gut rechnen können. Ja. Gilt natürlich jetzt für die Besten, für Karpov und Carlsen nur bedingt. Aber ich kenne sonst auch noch wenige andere Reflektoren und da ist das mitunter so, dass sie da mitunter so leichte Schwächen halt haben. Sie sind der Reflektor ist ja auch eher ein intuitiver Spielertyp, deswegen ist das von diesem Modell her gesehen auch nicht so überraschend, dass sie in konkreter Berechnung dann mitunter leichte Schwächen haben. Das passt ja gut zum Hansen-Modell.